Meine Freunde, die meisten von euch sind mittlerweile ja schon richtige Squadbusters-Pros und haben meine letzten beiden Tipps-Videos bereits gesehen. Doch heute geht es um Kleinigkeiten, die eigentlich recht simpel sind, aber mega viel Impact haben und die meisten Leute einfach gar nicht so auf dem Schirm haben. Für mehr solcher Videos lasst gerne ein Abo da und denkt auf jeden Fall daran, meinen Creator-Code Psy im Shop einzutragen. Anfangen möchte ich mit einem Basic Fact, den die wenigsten wissen, und zwar, dass Monster am Ende der Runde mehr Loot geben als am Anfang der Runde. Und damit meine ich natürlich nicht, dass die Monster, die am Ende der Runde spawnen, stärker sind. Also natürlich gibt ein Kaiju mehr Loot als halt so ein normaler kleiner Sniper-Roboter. Ich meine damit, dass wirklich die Roboter, die am Anfang weniger Loot geben, am Ende mehr Loot geben. Also genau die gleichen Monster, und das ist auf jeder Map so. Ihr seht ja jetzt gerade den Direktvergleich. Links einmal Anfang der Runde, rechts einmal Ende der Runde. Genau die gleichen Monster geben einfach unterschiedlich viel Loot. Das macht natürlich auch Sinn. Ich meine, wer kennt es nicht? Am Ende der Runde, du bist im Zweikampf, gewinnst den Zweikampf im Zweifel sogar. Trotz allem ist dein halber Squad weg und du musst erstmal wieder comebacken. Und das klappt natürlich nur, wenn du irgendwie an Gold kommst. Daher finde ich das eine geile Sache und das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Bleiben wir auch direkt beim Loot, denn es gibt eine Möglichkeit, in-game zu looten, die einfach jeder kennt, die aber maximal underrated ist, und das sind die Loot-Drops auf dem Boden, Leute. Auf jeder Map gibt es diese kleinen Loot-Drops, entweder im Gras oder halt im Sand. Das sind so kleine Dinger, da gehst du einfach drüber und sie droppen ein bisschen Loot. Und manchmal sind da halt einfach auch Schlüssel drin. Und Schlüssel haben halt einen mega Impact. Auch ein bisschen Gold, auch ein Herz. Das sind halt so Kleinigkeiten, die halt die komplette Runde entscheiden können. Und trotz allem sehe ich immer wieder Spieler, die einfach dran vorbeigehen. Und es kostet einfach keine Zeit mehr, Leute. Also deswegen sage ich euch, nehmt die Loot-Drops einfach immer mit. Es kostet euch nicht mehr und ihr spielt dadurch um einiges besser. Aber was nützt uns der Schlüssel aus dem Loot-Drop, wenn wir keine Kiste bekommen? Darum geht es nämlich jetzt. Wenn ihr einen Spieler bastet und das in der Nähe einer Kiste, dann entsteht ein Grabstein. Und wenn dieser Grabstein wirklich auf diesen Kistenspawnpunkt fällt und da platziert ist, dann wächst dort keine Kiste mehr nach. Sie spawnt nicht mehr. Ihr könnt dann so lange warten, wie ihr wollt. Das spawnt keine Kiste mehr. Da habe ich auch erst super lange gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Ey, ihr kennt es doch. Ihr wartet und wartet und denkt euch so, Digga, warum spawnt da keine Kiste? Und ja, das liegt halt an diesem Grabstein. Wahrscheinlich wissen es die meisten von euch schon, aber bestimmt weiß es der eine oder andere auch noch nicht. Da könnt ihr direkt weitergehen zur nächsten Kiste, weil da ist sowieso alles vorbei. Mies wird es natürlich am Ende der Runde, so im Late Game, wenn halt in der Mitte nochmal 3-4 Leute gebastelt werden und das dann immer auf diesen Kistenspots und es dann anstatt 5 Kisten in der Mitte nur noch 2 gibt. Das ist dann manchmal echt schon ganz schön ärgerlich. Nun nochmal eine wichtige Sache, wer kennt es nicht? Ihr spielt das Game weiter und weiter und weiter und irgendwann verliert ihr den Fokus und achtet nach einigen Runden einfach gar nicht mehr darauf, was für ein Modi, was für eine Map kommt. Das passiert mir zum Beispiel ständig. Wenn ich am Stream bin, irgendwann nach 3 Stunden, ich bin so verquatscht mit dem Chat, ich achte nicht mehr drauf, bin in der Runde, Mist, welcher Modus ist jetzt eigentlich gerade? Was spiele ich hier? Und das könnt ihr jederzeit mitten in der Runde rausfinden, indem ihr einfach einmal unten links auf dem Bildschirm tippt und da wird euch dann angezeigt, welcher Modus ihr überhaupt gerade spielt. Kommen wir jetzt mal zu 2 kleinen Tipps bei 2 verschiedenen Bustern, die auch viele nicht kennen. Der erste ist bei der guten Mavis. Mavis, wenn sie fusioniert ist, zieht ja bekanntlich 4 Rüben gleichzeitig aus dem Boden. Und es gibt einen Trick, womit ihr 6er-Felder mit einer Mavis abernten könnt. Das macht ihr, wenn ihr auf das 6er-Feld geht und dort einfach eine der beiden mittleren Karotten aus dem Boden zieht. Also nicht links oder rechts, sondern wirklich einfach die mittlere. Damit lootet ihr das komplette 6er-Feld mit einer Mavis ab, mit einer Fusion Mavis. Und das spart natürlich eine Menge Zeit, geht halt unfassbar schnell und sollte jeder berücksichtigen. Und beim Hog Rider gibt es auch noch so einen coolen Trick. Da aktiviert sich ja bekanntlich der Turbo Boost, wenn ihr durchs hohe Gras rennt. Das funktioniert allerdings nicht nur beim hohen Gras, sondern auch bei den Ranken, die Zone halt immer kleiner machen. Und wie oft passiert es, dass du mit dem Hog Rider entweder in der Situation bist, dass du gerade vorm Gegner abhaust oder andersrum, dass du den Gegner gerade hinterher rennst. Und um den Turbo zu aktivieren, müsstest du immer einen Umweg ins hohe Gras machen. So kannst du einfach am Rand einmal kurz in die Ranken reingehen, einmal einen Schlenker machen und zack, Turbo aktiviert und du bist schneller als der Gegner. Im letzten Thema heute geht es um einen speziellen Modus und das ist der Doppelgänger-Modus. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn und jeder nutzt ihn, um seine Gem-Rekorde mit Goblin oder Trader aufzustellen. Mache ich natürlich auch, aber der Doppelgänger-Modus hat einfach noch viel, viel mehr zu bieten. Denn in diesem Modus könnt ihr Zauber farmen für die Buster, die einen Zauber droppen.
Also für Pam, für Royal King, für Hexe, am Ende halt auch für Queen und King. Die Zauber könnt ihr halt alle mega krass farmen. Oder wenn Magier in der Runde ist, könnt ihr halt auch einfach alle Zauber damit farmen. Das funktioniert halt eigentlich relativ simpel. Ihr müsst einfach nur eine der Truppen nehmen, die halt Zauber droppen. Nur da muss man halt dran denken. Ich mache das halt oft, dass ich in so einer Doppelgängerrunde reingehe und das dann einfach wirklich zu 100% ausnutze und dann immer, wenn ich die Möglichkeit habe, einfach die Truppe nehme oder auch den Magier nehme. Jetzt fehlen mir halt noch ein paar Zauber, dann nehme ich den Magier, drück drauf und habe dann einfach ganz viele Zauber, die da runterfallen und die spamme ich einfach durch. Hier seht ihr es gerade bei der Hexe. Ich nehme die Hexe und dann spamme ich einfach die Skelettzauber durch. Bei 5 Fusion-Hexen, da droppen halt so viele Zauber, dass ihr halt locker 10, 20, 30 in einer Runde farmen könnt. Mit diesem kleinen Trick habe ich es halt geschafft, mein Zauberbuch halt mittlerweile so weit zu kriegen, dass mir halt nur noch 3 Zauber fehlen und das sind dann wirklich die seltensten Zauber. Die ganzen Zauber, die man mit den Bastern bekommen kann, die habe ich alle schon durch den Doppelgänger-Modus durchgespielt und das könnt ihr halt auch. Und das sind halt wichtige Portal-Energy, gerade für Free-to-Play-Spieler. Und das, meine Freunde, war es mit diesem kleinen Tipps und Tricks-Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr jeden Tipp davon kanntet oder ob da was Neues für euch bei war. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr noch Tipps habt, die ich vielleicht nicht kenne. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Psy.